Hallo und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es ist wieder Let's Play World of Tanks Zeit und hier mit einem Live-Replay. Und zwar habe ich mir natürlich in bester Alcaramba-Manier einen neuen Panzer geholt und zwar die ISO 122S, den es ja eigentlich erstmal nur in Russland gegeben hat, für die Operation Berlin, wo es ja bei uns den Cromwell, den Rudi und den IS-2 gab. Aber hier jetzt ISO 122S. Leider nur ganz kurz im Shop, von dem her. Hoffe ich, ihr habt zugeschlagen, wenn ihr es denn wolltet. So, aber nichtsdestotrotz, wir schauen uns natürlich den Panzer jetzt direkt im Gefecht an und sehen uns dann dort gleich wieder. Bis gleich. Und da sind wir also jetzt auch im Gefecht und zwar hier auf Heiligem Tal mit dem Panzer als Top-Tier. Das ist sehr schön. Da sind wir nochmal gleich gespannt, wie es denn hier so laufen wird und wie er sich überhaupt schlägt, so im Vergleich. Wir werden es mal probieren, dass wir hier rüberfahren. Man sieht, der Richtbereich ist sehr reduziert. Und links und rechts relativ minimalistisch. Gun Depression ist okay. Könnte natürlich mehr sein, aber naja, man kann ja nicht alles haben. So, mal schauen, ob wir hier gleich ein bisschen was vor die Flinte bekommen. Weil die Frage gerade hier gestellt wird, man sieht, die Reload-Zeit ist sehr, sehr gut von dem Panzer. 6 Sekunden. Und hier warten wir erstmal und hoffen, dass schon der Erste gleich uns da über den Weg fahren wird. Wo sind sie denn? So. Da habe ich ihn angezündet und ja, ich habe leider ein Leck gehabt. Man sieht, mein Ping, da ist irgendwie gerade irgendwas im Argen. So ist es unschön zu spielen. Hoffen wir mal, dass er sich jetzt wieder beruhigt. Ah, jetzt schaut es doch schon besser aus. Scheinbar hat mein Handy gerade irgendwas blockiert und eingenommen. So, da auf den Chito. Chito konnte ich schön einsetzen. Churchill schießt hier seines Zeichens auf mich. Aber auch da konnte ich jetzt landen. Nein, nein, nein. Na, leider nicht. Jetzt haut er ab. Muss auch ein bisschen auf die Artis hier aufpassen. T43 hier oben. Na, da war ich zu langsam. Muss jetzt noch ein bisschen mich mal zurückziehen. Ich hoffe mal, die kommen hier nochmal rum. Wir probieren es nochmal. Wie gesagt, man muss mit dem Richtbereich auch wirklich spielen und sich da ein bisschen orientieren dran. Aber es schaut ja aktuell sehr gut aus. 1400 Schaden gemacht. Spielen wir mal ein bisschen aggressiver. Weil mobil ist er ja. Das kann man schon durchaus machen. Na, schade. Habe ich nicht bekommen. Panther ist hier oben. Der geht jetzt auf den T25. Ich lasse mich mal droppen und schaue, dass ich hier auf den T34-85 kommen. Yep, schöner Hit.
Und jetzt helfen wir doch mal hier oben dem TD noch. Ah, die hält auch schon rein. Schön, schön. So, jetzt fährt er weg. VK steht im Cap bei uns. Ja, wenn du mich kettest, dann repariere ich halt und nimm dich dann raus. So leicht machen wir das. So, und jetzt wird hier schon gecapped. Die Jungs sind da schon drin. Der VK wird das Cap selber nicht durchführen können. 2200 Schaden und ich denke auch mehr wird es nicht mehr werden. Weil in 20 Sekunden haben die Jungs schon fertig gecapped. Und auch wenn da dieses doofe Lag dabei war und ich dadurch ein paar Hits abbekommen habe, war es unterm Strich trotzdem eine sehr gute Runde, glaube ich. Die man wirklich absolut gut und ehrenwert so beenden kann. Schauen wir, vielleicht kriegen wir ja doch noch einen Hit raus. Ah, der steht leider... Oh! Ja! Mein Kill! So, nachdem der VK mich da unrühmlichst von hinten begattet hat, konnte ich dann aber wenigstens den noch wegnehmen und den Schaden auf 2204 steigern. So, da kriegen wir auch noch einen Hit raus. Ah, wieder... sehr gut. Wieder den High-Ping gehabt, aber egal. Weiß auch nicht, was da los ist. Nochmal einen. Ja, jetzt war es doch ein schönes Ende. Knapp 3000 Schaden gemacht. Und dann schauen wir doch mal, was das Resümee dann davon ist. Und auch natürlich für den Bremenpanzer immer wichtig, wie viel haben wir dann damit einnehmen können. Also es gab 60.000 unterm Strich raus. Wir sind mit knapp 3.000 Schaden auf dem ersten Platz gelandet. Und ja, 8 von 8 Direkttreffer und Durchschläge auch. Also für dem her sehr ordentlich. Man muss dazu sagen, Durchschlag mit Normal sind 175. Zeige ich euch vielleicht noch. Hätte ich es vorher machen können, aber zeige ich euch jetzt. Technische Daten. 175 und 217 mit APCR. Also von dem her eine schöne Schussgeschwindigkeit. Ja, war doch ein gutes Replay. Ich hoffe, euch hat es gefallen und freue mich, wenn ihr mich das nächste Mal wieder besucht. Ich wünsche euch alles Gute, euer Alcaramba.